Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir uns einige schöne Supportgespräche angehört und heute soll es mit der Hauptgeschichte weitergehen. Ich bin mal echt gespannt, weil wir hatten ja beim letzten Mal die Mission mit Anthony, sprich das Thema ist erstmal durch und jetzt müssen wir alleine weiter. Und deswegen, ich lasse mich echt mal überraschen, wo es jetzt hingeht und auf wen wir gegebenenfalls treffen könnten. Irrwald. Na, das klingt ja schon mal sehr einladend. Mal gucken. Also es klingt zumindest wieder ein bisschen anders, weil wir hatten ja diese schwebenden Inseln. Dann im letzten Hauptstory-Part. Was war das? Irgendwie wie so ein Keller sah es aus, sag ich mal. Und jetzt so ein Wald, also so ein bisschen Abwechslung kommt auf jeden Fall in die Geschichte rein. Das finde ich eigentlich ganz schön. Schauen wir doch einfach mal. Kapitel 22. Erinnerung. Der Wald scheint gar kein Ende zu finden. Ich frage mich, wie groß er nur ist. No need to worry. Sei unbesorgt, Svenja. Obwohl er riesig ist, sind wir auf dem richtigen Weg. Oh. Du warst also schon einmal hier? I don't know. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nur sehr vage Erinnerungen an diesen Wald. Einige Dinge kommen mir vertraut vor. Ich war jung und hielt die Hand meiner Mutter. Welcome. Seid alle willkommen. Genießt ihr eure Zeit in Valla? Huh? Mutter? Das ist unmöglich. Du bist... Me. Ich bin Aret. Ich bin eine treue Dienerin des mächtigen Herrschers dieses Landes, König Anankos. Unbelievable. Nein. Eine Dienerin? Yes. Ja. Jeder, der in Valla lebt, ist ein Diener Anankos. Wissentlich oder unwissentlich. Bei unserem letzten Treffen war ich nicht erfolgreich. Doch das wird sich nun ändern. Mother. Mutter. Du warst die Magierin, die wir bei unserer ersten Ankunft hier bekämpften. How could? Was ist das für ein niederträchtiger Zauber? Ich weiß, du sagtest, Anankos könne die Toten befehligen, aber das... Das ist unglaublich. Wir müssen Azuras Mutter bekämpfen, um voranzukommen. Azura. Azura? Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Geht es dir gut? Mir geht es gut. Ich weiß, dass dieses Wesen nicht meine Mutter ist. Ohne die Erinnerung, dass du meine Mutter warst, bleibst du nur eine Marionette. Das weißt du doch, oder? Mother. Mutter, was für ein Unsinn. Das Einzige, das ich weiß, das ich wissen muss, ist Folgendes. Ihr müsst alle sterben. Das hat König Anankos befohlen und ich werde seine Wünsche erfüllen. Here we go. Mach dich bereit, Svenja. Freunde, zieht eure Waffen. Unser Schicksal ist besiegelt, wenn wir nicht an ihr vorbeikommen. Okay, die Szene fand ich sehr interessant. Ich dachte sowieso schon beim Kapitelnamen, Erinnerungen, okay, das könnte ganz spannend werden. Ich muss sagen, es ist sehr ironisch, dass Svenja ja meinte, Azura, das muss furchtbar sein, quasi einem Ebenbild der eigenen Mutter gegenüber zu stehen. Und ich dachte mir nur so, Mädel, das wirst du früh genug noch selbst erleben, weil wir haben ja Mikoto schon gesehen in so einer kurzen Szene. Von daher gesehen, sie wird das Gefühl früher oder später auch selber kennenlernen. Leider. Deswegen über die Aussage bin ich so ein bisschen gestolpert. Ansonsten, ja, meine Vermutung war auf jeden Fall richtig, dass wir damals, ganz am Anfang vom Projekt schon, Aret getroffen haben in Valla und bei der einen Schlacht gegen die Strategin, dass es eben auch Aret war. Es war für mich sehr offensichtlich, ihre Kleidung, ihre Haarfarbe, ihr Verhalten. Ich dachte eigentlich, dass Azuras Verhalten auch ein Anhaltspunkt wäre, weil sie so ein bisschen unsicher gegenüber dieser Person war
und weil sie damals auch kurz nach dem Treffen direkt ihre Mutter erwähnt hatte. Aber scheinbar hat sie das selber gar nicht gewusst. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil man hat sie doch eigentlich ziemlich gut gesehen. Also ja, sie war so ein bisschen durchsichtig, aber prinzipiell konnte man sie doch echt gut erkennen. Wieso hat Azura das also jetzt erst erkannt? Das finde ich so ein bisschen seltsam. Ich hätte gedacht, sie wusste das die ganze Zeit. Deswegen habe ich auch gewundert, dass sie wirklich direkt sagte, Mutter. Das habe ich eigentlich gar nicht erwartet. Azura ist für mich eher so der Typ, selbst wenn sie das weiß, dass sie es erstmal für sich behält, bis der richtige Moment gekommen ist. Deswegen, also das hat mich so ein bisschen überrascht. Ansonsten, klar, wir haben ja gemerkt, dass Aret offensichtlicherweise überhaupt keine Erinnerung mehr hatte an Azura, an ihre Vergangenheit und dass sie wirklich nur eine willenlose Marionette ist, quasi einfach so eine Leiche. Eine Leiche ohne Willen, ohne Erinnerungen, ohne Gefühle, die einfach nur das macht, was sie machen soll. Also wirklich einfach eine Marionette. Und unter dem Gesichtspunkt ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, sie zu bekämpfen. Trotzdem glaube ich, wenn du gegen jemanden kämpfen musst, der wie deine Mutter aussieht oder wie irgendwer, der dir nahe steht, das ist schon hart. Auch wenn du weißt, es ist nicht die Person, der Person dann trotzdem ins Gesicht zu schlagen, ist, glaube ich, schwer. Weil du mit der Optik, sag ich mal, auch Emotionen verbindest und ich weiß nicht, ob du die wirklich auf Knopfdruck abstellen kannst, auch wenn du weißt, dass es nicht wirklich deine Mutter ist. Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Aber schauen wir uns erstmal die Map an. Wir müssen besetzen, aber da der Besetzpunkt vermutlich unter dem königlichen Po von Aret ist, müssen wir letztendlich eh wieder den Boss besiegen. Was sind denn das für Drachenadern? Ach so. Verbrennt Dickicht, erschafft Durchgang. Also ich kann, wenn ich das so richtig sehe, gefühlt den halben Wald abholzen. Wenn nicht sogar den ganzen Wald. Das ist interessant. Müssen wir auch teilweise. Weil hier kommen wir ja zum Beispiel gar nicht dran, wenn ich mal so auf die Map gucke. Gerade die Truhen in der Mitte, die sind alle so ein bisschen, ja, umgeben von Wald. Aber gut, was haben wir denn hier? Oh, Scharfschütze Level 8 auch schon. Schwertmeister und Miyuji, Ungesicht. Mhm. Und ich glaube, habe ich 4 Thronen gesehen eventuell. Boah, ich hasse fliegende Einheiten, die kommen mal so weit. Schwertmeister, Uni-Häuptling, okay. Oh, du hast einen Drachengeist. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Der ist nämlich ziemlich mächtig. Gerade natürlich gegen Drachen. Aber die haben teilweise interessante Waffen. Alles klar. Und hier in der Mitte Waffenmeister, 2 Stück, Erzmeister, Ninja, Falkenritter, Tüftler. Alles klar. Und halt 4 Thronen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, da ist ein Thronschlüssel. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob hier irgendwer noch einen Thronschlüssel hat. Oh. Also ich glaube, die meisten Truhen werde ich wirklich selbstständig aufmachen müssen. Von daher gesehen, gucken wir mal, wie wir mitnehmen. So. Wir hatten ja Kagero und Nina beim letzten Mal schon dabei. Aber ich würde einen von beiden auf jeden Fall hier auch wieder mitnehmen. Einfach auch für die Truhen natürlich. Level 8, Level 10, okay. Dann kommt Nina wieder mit. Ansonsten, wer war nicht dabei beim letzten Mal? Peri war zum Beispiel nicht dabei. Sakura nehmen wir aber diesmal mal mit als Heilerin. Ansonsten, Charlotte war, glaube ich, auch nicht dabei. Camilla ist schon so hoch. Setsuna könnte ich mitnehmen. Ich bräuchte auf jeden Fall noch jemanden für ein bisschen Verteidigung, aber ich glaube, meine ganzen Verteidigungsmonster, die sind alle schon auf Level 10. Ja. Na gut. Wir hatten... Wen hatten wir beim letzten Mal dabei? Xander hatten wir, glaube ich, dabei. Und Beruka. Und eventuell Veluria. Dann nehme ich vielleicht mal Oboro diesmal mit. Und Benny ruhig, dass wir ein bisschen Verteidigung haben. So, ihr wart eigentlich alle beim letzten Mal dabei. Du warst nicht dabei. Und die anderen hier oben, glaube ich, auch nicht wirklich. Nehmen wir nochmal Kiragi mit. Du hast schon 10. Du hast quasi schon 9. Keldori könnten wir noch mitnehmen. Soleil auf jeden Fall.
Ratchet haben wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr dabei gehabt. Ophelia, nehmen wir nochmal Shiro und Siegbert mit. Wie bin ich jetzt so aufgestellt? Ich glaube, sehr physisch. Ja. Ich habe zwar Rajat und Sakura, aber vielleicht könnte irgendwas Magisches noch nicht schaden. Und Ophelia Forest hatten wir letztes Mal dabei. Oder Mitama? Mitama war, glaube ich, auch nicht dabei beim letzten Mal. Ist zwar jetzt nicht zwingend magisch, aber warum nicht? Komm, nehmen wir sie auch noch mit. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo wir am besten lang gehen. Prinzipiell könnten wir hier oben eine Truppe lang schicken und hier unten. Ich will aber natürlich auch in die Mitte. Ich weiß aber auch nicht, wie sie sich verhalten. Wenn die hier einfach stehen bleiben, könnte ich die Gegner unten erstmal komplett ignorieren. Die Drachenader hier wird wahrscheinlich hier einen Durchgang schaffen. Okay. Nina, kannst du mal bitte kurz da weg? Ich wollte mal einmal gucken. Genau, das ist direkt für hier. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich als allererstes hier einen Durchgang mache. Dann komme ich nämlich schon mal an die Truhe dran und... An die komme ich? Ne, da komme ich, glaube ich, nicht durch, ne? Ne, ich glaube nicht. Aber dann komme ich an die Truhe schon mal dran. Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Okay, Nina, du darfst wieder dorthin. Und gut, wahrscheinlich kommen dann die fliegenden Einheiten auch noch, aber das wäre nicht so schlimm. Und dann müsste ich hier aufmachen. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir legen erstmal los und gucken, ob noch irgendeine Meldung kommt. Und ansonsten kloppen wir uns einfach durch, wie immer. Besetzen. Okay, aber manchmal sagt Azura noch ein bisschen was. Aber diesmal, denke ich da dran. Und so. Gut. Zuallererst werde ich mal wieder alle markieren, wie immer. Und dann nach und nach eben aussortieren. Aber die Mission finde ich eigentlich so auf den ersten Blick ganz interessant. Ach ja, Red habe ich, glaube ich, gerade gar nicht mir angeguckt, weil ich mir die zum Schluss angucken wollte. Zumindest steht ihr Name jetzt dran und dass sie Drachenblut hat. Aber Hasengeist, ja. Gut, sie hat Schweigen und großes Fest. Da muss ich vielleicht ein bisschen drauf achten, aber sie ist ja noch weit genug weg. Und Fähigkeiten hatte sie auch keine schlimmen. So. Also ich finde es ganz schön, habe ich ja im letzten Hauptstory-Part schon gesagt, dass wir nicht mehr auf den schwebenden Inseln sind, sondern jetzt woanders. Aber dadurch auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass es vorangeht. Finde ich persönlich. Bogenschütze. Aber da kommt auch der Onmyoji dran. Okay. Du hast 31. Mhm. Ja. Was könnte ich alles machen? Kiragi könnte ich schon mal hier hinstellen. Aber der könnte ihn nicht platt machen. Shiro macht irgendwie auch so gar keinen Schaden gefühlt. Das ist auch interessant. Und Rajat, okay, Rajat macht schon guten Schaden. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich wollte jetzt schon mal vielleicht die ersten vorschicken, aber ich glaube in dem Fall, da ich ja auch nicht wirklich Zeitdruck habe, ich glaube nicht, dass die Truhen hier geklaut werden, weil die ja so in der Mitte sind, kann ich auch einfach vorsichtig anlocken. 32 macht der Scharfschütze. Habe ich irgendwen? Ich könnte Benny benutzen, um sich zu wehren. Ah, Peri hat leider auch nichts für Distanz. Siegbert, aber die machen halt schon guten Schaden. Ich glaube, ich werde da einfach mal Benny reinstellen mit seinem Langspeer. So. Und die anderen bewege ich gleich mal weg. Die Drachenader kann da erstmal bleiben. Ich könnte die hier aktivieren. Dann würde ich da schon mal in die Mitte kommen. In die Mitte. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich habe ja auch einige Charaktere, die ich hier vorschicken kann. Ansonsten, wie ist denn das hier unten? Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen gucken. Hier könnte ich einen Speermeister anlocken. Der macht 39 Angriff. Okay. Ich habe zwar noch keine Wächternaginata. Das Wasserrad ist ja quasi wie so eine Wächternaginata. Aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Dann kannst du anlocken und Nina, du kannst zur Unterstützung dahinter. Dann ist die Drachenader auch wieder frei. So, die kann ich auf jeden Fall aktivieren. Die Sache ist dann natürlich nur, dass hier eine recht große Fläche freigemacht wurde. Und eventuell komme ich dann sogar wirklich nach hier unten, wenn das hier auch mit abgefackelt wird.
Deswegen würde ich mich jetzt hier erstmal in Alarmbereitschaft versetzen, sag ich mal. Du stellst dich bitte erstmal nur da drauf. So, dass wir da auf jeden Fall gleich rüberfliegen können. Ich könnte natürlich die Waffenmeister hier schon mal ärgern mit Shigure, weil die können mir ja nichts. Das ist ein bisschen mies, aber irgendwie ist es auch lustig. Ich liebe das, wenn du Gegner anknacksen kannst und sie können sie nicht wehren. Und dann critten wir ihn auch noch weg. Das ist etwas gemein. Aber gut, das war der Ausgleich, dass wir jetzt nicht getroffen haben. Also das ist immer sehr schön, wenn du dich wirklich so positionieren kannst. Alles klar, also Sakura stelle ich auch mal mit nach hier unten. So, Charlotte, bitte auch. Ich habe ja auch schon mal die S-Rang-Axt gegeben. Ich weiß, sie kann die noch nicht annähernd tragen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich es nicht mache, dass ich es dann vielleicht komplett vergesse. Deswegen hat Oboro auch schon ihr Wasserrad, damit ich auf jeden Fall dran denke. Sie haben die Waffen jetzt schon und wenn sie das passende Level haben, dann, ja, ne, haben sie direkt ihre Waffen. Also ich kann hier natürlich jetzt nicht unbedingt jemanden zu Benny hinstellen, weil sobald ich hier stehe, bin ich wieder in Reichweite. Deswegen warten wir erstmal. Wir haben ja, wie gesagt, keinen Zeitdruck. Achso, ihr könnt ja auch heilen, genau. Aber das stört mich nicht weiter. Könnt ihr von mir aus machen. Wir haben trotzdem das Waffenlevel ein bisschen gesteigert. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen, von daher gesehen passt das schon. Oh, er könnte mich critten, jetzt wird's gefährlich. Ich meine, 0 Schaden mal 3 tut natürlich schon unglaublich weh oder so. Aber ja, ich mag die Map. So auf den ersten Blick. Ich muss natürlich gucken, wie das Ganze so wird, wenn wir uns hier durchkämpfen. Aber es ist generell immer schön zu sehen, dass die Gebiete sich verändern von der Thematik her. Und ich fand diese Kellermission schon ganz interessant. Ich nenne es einfach mal Keller, Schlossmission, wie auch immer. Und ja, ich finde es jetzt auch schön, dass wir mal im Wald sind, weil so dicht bewaldet haben wir Walla auch noch gar nicht gesehen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ihr könnt mir alle nichts, ne? Nein, okay. Dann kann Benny da auf jeden Fall drin bleiben. Benny ist halt jemand, er macht nicht so extrem viel Schaden tatsächlich, aber er steckt dafür alles weg. Also ich glaube, Benny ist so der typische Fall von in der Ruhe liegt die Kraft. Er braucht halt ein bisschen, aber dann geht's. So. Die Sache ist natürlich, dass ihr hier auch alle dran kommt. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Und da sind sie alle in der Mitte versammelt. Aber das einzig Gefährliche ist eigentlich die Falkenritterin. Alle anderen können mir ja gestohlen bleiben. Und die macht 26 Schaden. Ist jetzt auch nicht so viel. Und ich denke auch, die wird vielleicht in erster Linie heilen. Kommt Oboro bis da oben? Nein. Wobei, ich könnte Oboro mit Peri verbinden und mich dann quasi hier einfach frech in den Weg stellen. Das ginge. Die andere Sache ist, wie viel Angriff hast du? 35. Ansonsten, Shiro hat auch noch eine recht hohe Verteidigung. Du kommst bis da. Ja. Ich überlege, ob ich, wie gesagt, Oboro hier hinstellen möchte, um dich zu machen. Weil der kommt halt schon ziemlich weit. Oder Shiro. Aber Shiro hat halt auch nur 26 Verteidigung. Wie schnell bist du? 20. Sprich, der doppelt dich nicht. 26 wären dann 6 Schaden hier. Und das ist aber eigentlich gar nicht so viel. Gut, der wird mich doppeln. Aber das wären dann auch 8. Also das sollte eigentlich gehen mit der Wächternaginata. Na, ich behalte die Wächternaginata auf jeden Fall. So, dass wir hier erstmal dicht machen, dass die mich von da oben nicht die ganze Zeit stören. So, wie machen wir das hier jetzt am schlausten? Ich könnte natürlich Oboro schon mal ziemlich weit nach hier unten schicken. Wer kommt denn da noch mit dran? Du. Ja, du bist aber auch kein Problem. Gut, dann würde ich Oboro nämlich schon mal hier hinstellen. Aber heil dich ruhig mal, weil da sind doch ziemlich viele Gegner. Da kann es, glaube ich, nicht schaden, sich nochmal hochzuheilen. So, und ansonsten, du kommst nur bis da. Ich könnte natürlich Rajat hierhin teleportieren und dann versuchen, den Platz zu machen. Das ginge. 15 Resistenz hast du.
Ja, das würde auch guten Schaden machen. Ansonsten, bis wo kommst du denn? Bis da. Alles klar, das heißt, hier kann ich erstmal mehr oder minder bedenkenlos draufhauen. Ich muss nur auf den dann gleich aufpassen. Gut. Charlotte, mach du das doch mal. Ja, also ganz ehrlich, 99 Trefferwahrscheinlichkeit habe ich bei ihr, glaube ich, echt selten gesehen. Finde ich gut. Na, kein Crit. Und wenn sie dann diese S-Rang-Waffe tragen kann, ich glaube, das wird schon ziemlich gut. Ich muss sagen, ich bin immer noch nicht der größte Charlotte-Fan. So ihr Design, ihr Verhalten. Ich meine, ja, sie hatte einige sehr schöne Supports auf jeden Fall. Das muss man ihr lassen. Aber ich bin nicht der größte Fan von ihr. Weder jetzt so vom Charakter her, als auch als Einheit. Aber sie macht auf jeden Fall einen guten Job. So, wie viel Angriff hattest du? 35. Sprich, ganz zur Not, wenn du mich treffen würdest, würdest du mir 23 Schaden machen. Weil der muss auf jeden Fall noch weg. Ich glaube, Siegbert hat noch... Wobei, du hast sogar mehr Verteidigung als Siegbert. Du kannst auf jeden Fall schon mal drauf prügeln. Genau. Ich muss es mal am Anfang jetzt so ein bisschen gucken, dass ich die ersten Gegner so ein bisschen abwehre, dann geht das schon. So geht's natürlich auch, Soleil. Die KP hast du zwar nicht gebraucht, aber in Ordnung. So, und wer darf jetzt nochmal von hier hinten aus draufprügeln? Level 7, 7, 8, 7. Ah, du. Wobei, da ist der Bogenschütze, aber... Oh. Wobei, ich bin auch schon, dass der Bogenschütze jetzt genau den nicht platt machen möchte. Also manchmal bin ich auch so ein bisschen Gehirn-AFK. Nee, wenn ich da nicht treffe, dann bin ich ziemlich tot. Das muss dann doch nicht sein. Kiragi, mein Kleiner. Ja, so ist besser. Man muss ja nicht sein Glück herausfordern. 4% sind immer noch 4%, die Wahrscheinlichkeit ist da. Aber dass die Thron da so in der Mitte sind, finde ich ganz interessant. Du kannst quasi einfach einmal drum rumlaufen, direkt zu Aret. Du kannst dich aber auch so durch den Wald mit durchprügeln. Die Sache ist, will ich Rajat jetzt nach da unten teleportieren lassen, in der Hoffnung, dass das geht? Kommt da sonst noch irgendwer dran? Nina würde auch dran kommen, meine Güte. Wenn ich mal kurz gucke. Nina, es hat aber auch 7 Schritte, ne? Aber Nina... Ui. Ich hatte ihr auch den Glanzbogen tatsächlich gegeben, weil ich gesehen habe, dass sie doch verdammt viel Magie hat, tatsächlich. Also sie hat fast genauso viel Magie wie Stärke und das bei Oboro als Mutter. Das hatte mich schon so ein bisschen überrascht. Wer kommt denn da unten dann dran? Keiner, ne? Nee. Also wenn ich mich da in die... Wobei, wenn ich mich hier hinstelle, ne? Wer kommt da dran? Wahrscheinlich die fliegende Einheit, ne? Ja. Du hast 30. Ich habe 15. Ich bin vermutlich schneller als du, ne? Ja. Kann ich dir noch irgendwen für ein bisschen mehr Verteidigung geben? Das wäre plus 2. Piri auch noch Verteidigung? Oh, plus 4. Perfekt. Dann geht ihr weiter da mal hin. Also es hatte mich ehrlich gesagt echt gewundert. Ich habe, wie gesagt, beim Support-Farm gucke ich immer so ein bisschen, dass ich das Waffenlevel überwiegend trainiere, weil Erfahrungspunkte kriegst du sowieso immer nur einen pro Gegner. Deswegen gucke ich einfach immer, dass ich das Waffenlevel, oh, der sieht schick aus, so ein bisschen erhöhe. So wie bei Peri, also gut, Peri habe ich jetzt nicht trainiert, aber wenn ich Peri jetzt zum Beispiel am Support-Farm benutzen würde, dann würde ich vielleicht einfach die Waffen einsetzen, die ich jetzt in der Schlacht nicht unbedingt benutze, sprich Schwerter und Äxte. Oder bei Keldori zum Beispiel habe ich Magie benutzt. Ist sie dabei? Ich glaube nicht. Einfach das, was ich in der Schlacht eher weniger benutze. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass Nina so extrem viel Magie hat. Das hat mich echt gewundert. Ich meine, gut, sie kann auch heilen, aber trotzdem. Und da dachte ich mir, so ein Glanzbogen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vor allem, ein Glanzbogen funktioniert tatsächlich auch aus nächster Nähe. Dafür hat sie ihn eigentlich. Das fand ich sehr interessant auf jeden Fall. So, sprich, dich locken wir noch an. Und ansonsten haben wir dich noch. Du hast 26. Aber das ist noch nicht mal gefährlich für Charlotte, also. Ne? Stahlnaginata. Okay. Du kannst da stehen bleiben.
Du hast auch eigentlich genug Verteidigung, um das irgendwie hinzubekommen. Du auch. Siegbert hat da auch kein Problem mit. Rajat prinzipiell auch nicht. Also es ist halt echt nicht so viel. Ah, nimm mal wieder das hier. Also das ist alles kein Problem. Solange es keine Kinshi-Ritter sind, die mit Bögen ankommen. Ich weiß nicht, also die fliegenden Einheiten sind meistens gar nicht so stark. Die sind meistens gemein, weil sie wirklich überall hinkommen und auf jegliches Hindernis scheißen, das wollte ich sagen. Egal ob jetzt Wasser, Wüste, Wald, die kommen einfach überall hin. Und das ist manchmal ein bisschen mies, weil du dann wirklich eingeschränkt bist und der Gegner gar nicht. Dann kommen die auch noch ziemlich weit, also nicht nur, dass sie überall drüber kommen, sie kommen auch extrem weit. Kinshi-Ritter mit den Bögen ist halt immer so ein bisschen unangenehm, wenn du selbst vielleicht fliegende Einheiten hast, die du dorthin schicken möchtest. Oder Raubritter, die wirklich physisch und magisch sind. Oder eben auch, wenn die andere Verbündete heilen können. Also Verbündete für sich. Aber prinzipiell finde ich die sehr ungefährlich eigentlich. So von der Stärke her zumindest. Also wenn sie nicht gerade irgendwie sowas Besonderes an sich haben, können sie ehrlich gesagt nicht viel. Und Level Up für Siegbert, sehr schön. Erst Shiro, dann Siegbert. Das klappt auch ganz gut. So, gut, und der Bogenschütze. Du könntest mich sogar critten, aber das würde mich nicht killen. Dank der Wächternaginator vermutlich. Die ist schon sehr praktisch. So, Benny. Du, oh sehr schön, du kannst ihn besiegen. Dann würde ich Benny auf jeden Fall auch dort lassen für den Schwertmeister. Hat, glaube ich, bessere Chancen als Shiro. Aber Shiro mit der Wächternaginata ist auch ziemlich praktisch auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich habe es ja auch ehrlich gesagt nicht zwingend eingesehen, du kannst hier mal zur Unterstützung bleiben, die Oboro zu geben, weil Oboro braucht die Verteidigung nicht. Abgesehen davon, dass sie eh das Wasserrad hat, später, was den gleichen Effekt hat. Peri, du kriegst das doch auf jeden Fall auch hin, ne? Ich hoffe mal. Da kannst du auch mal wieder was machen. Mein kleines Mördermädchen. Also ich muss auch sagen, es gibt so einige Einheiten, die sind so sehr ausgeglichen. Siegbert zum Beispiel, Peri zum Beispiel. Die haben jetzt nicht unendlich viel Verteidigung und auch nicht unglaublich viel Angriff. Die machen einfach ihren Job ganz gut. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So. Mitama? Achso, die ist ein Feld davor. Das sieht man manchmal echt schlecht, auf welchem Feld die jetzt eigentlich stehen. Ich hatte jetzt das Gefühl, sie würde eher neben Rajat stehen als neben Charlotte. Aber okay. Dann hau rein, Mitama. Also das sieht man manchmal echt ein bisschen schlecht. Aber nun gut. Ah, ich mag Mitama. Also von Mitama bin ich echt positiv überrascht. Ihre Supports sind zwar manchmal ein bisschen einschüchternd, aber... Ah, ein Thronenschlüssel. Kann ich eigentlich mal behalten. Muss ich Nina nicht extra dahin schicken. Aber ansonsten finde ich das echt super. So. Dann Oboro. Mit nach da oben. Sakura, du kannst dann bitte Siegbert wieder heilen. Und dann können wir, glaube ich, im nächsten Zug endlich mal da in die Mitte rein. Und uns die beiden Truhen holen. Dann hätten wir das schon mal. Klar, wir kommen auch von hier unten überall rein. Hier würden wir dann dorthin kommen. Wie komme ich an die Truhe? Weil, ne? Muss ich da von hier aus hin? Ja. Sprich, ich muss von hier aus dahin. Sprich, ich muss von hier aus da rein. Okay. Gut, gehen wir hinterher hin. Ich glaube... Dann gucken wir erstmal, was die Gegner machen. Und dann gucken wir mal, dass wir im nächsten Zug die Truhen bekommen. Muss manchmal kurz so ein bisschen innehalten und überlegen, was ich jetzt am schlausten mache. Weil gerade solche Situationen wie in dem Part, wo Nina fast abgekratzt sind, die möchte ich natürlich im besten Fall vermeiden. Klappt nicht immer, wie wir gesehen haben, aber muss sich ja nicht zwingend wiederholen. Es ist echt interessant, dass sie dann da hinten stehen und die ganze Zeit gegenheilen. So, aber alle anderen sind ja recht weit weg, ne? Na, lassen wir es mal Benny lieber machen. So. Hat zwar auch schon Level 11, aber er ist nicht der höchste. Ich glaube, Camilla und Leo sind am stärksten. Ich frage mich sowieso,
weil ich ja so viele Charaktere habe, was quasi dann am Ende mein Max-Level sein wird. Weil ich glaube, das eigentliche Max-Level werde ich nicht erreichen. Aber gucken wir mal. Ich würde ja mal sagen, so Level 15, aber auch nicht mit allen Charakteren. So, die Drachenader. Ja, das wäre dann hier. Wobei ich eigentlich die aktivieren wollte, ne? Dumm die dumm. Dann nehme ich die hier. Ist ja fast das gleiche. Oder so. Ich könnte auch da unten rein. So, die kommen gar nicht mal so weit. Hätte gedacht, die kommen viel weiter. Okay. Dann stelle ich mal Oboro hier rein. 32 hast du. 31. Gut, du hast 35. Na, 36. Aber das geht eigentlich alles. So. Ah, wen kriegst du denn mal zur Unterstützung? Deine Tochter ist leider da ganz unten gerade. Stell dir einfach mal Siegbert dahinter. So. Und dann würde ich sagen, wir fangen die erstmal alle so ein bisschen ab. Alle auf Oboro. Es ist halt einfach, glaube ich, meine Spielweise. Einen Charakter reinstellen, alle anlocken, alle abprallen und dann gucken, wie es weitergeht. Und wir müssen letztendlich sowieso da unten lang. Aber da Nina eben die Schlösser aufmachen kann, werde ich erstmal gucken, dass ich die beiden Truhen mir hole. Dann können wir gebündelt quasi unten entlang zu den anderen beiden Truhen. Und dann sind wir auch eigentlich schon bei Arett. Also wirklich groß ist die Map gar nicht. Man muss sich halt nur so ein bisschen Zeit lassen mit allem. Bin mal gespannt, was in den Thronen so drin ist. Also wir haben jetzt ja S-Rang Lanze oder Naginata und S-Rang Axt. Können beide halt noch nicht tragen. Oboro ist, glaube ich, kurz davor. Charlotte braucht noch ein bisschen. Aber ich habe ja auch eine Waffenschriftrolle. Das heißt, sobald sie quasi den Rang erhöht hat, ich glaube, sie hatte jetzt B. Sobald sie dann auf A ist, kann ich ihr einfach die Waffenschriftrolle geben und gut ist. Ich glaube, zwei Stück oder so habe ich im Lager. Ja, die haben wir auf jeden Fall. Komme ich hier eigentlich durch? Keine Ahnung, vielleicht muss ich das auch erstmal wegbrutzeln. So, nehmen wir erstmal... Damit könnte ich dich besiegen, wenn ich treffe. Dann nehmen wir das hier. Was gibt's denn noch? S-Rang Schwert müsste es ja eigentlich... Oboro ist voll in Fahrt. Müsste es ja eigentlich auch noch geben, wenn wir schon Lanze und Axt haben. Sprich, das wäre was für Hana. Weil ich denke mal, Schwertmeister könnte es tragen und Ryoma braucht es, glaube ich, nicht mit seinem Raijinto. Dann gibt es noch S-Rang Shuriken, denke ich mir. 32. Ich könnte dich wieder versuchen, von hier aus anzuschießen. Das ist immer schön lustig. Also S-Rang Shuriken gibt es doch bestimmt auch. Wäre dann was für Kagero, weil ich denke Meister Ninja. Ach, Shigure. Ansonsten, S-Rang Stab gibt es, glaube ich, noch. Aber das ist, glaube ich, eher was für Diener und Dienstmagd, meine ich. Aber ist auch nicht so interessant. Weil, wenn er aufgebraucht ist, ist er ja eh weg. Dann S-Rang Buch gibt es bestimmt noch. Das müsste dann was für Zauberer sein, sprich Ophelia in meinem Fall. Wen stelle ich denn da mal am schlausten noch mit rein? Ist das deine stärkste Waffe? Ja, so 32 maximal. Doppelt's mich auch nicht. Also ich könnte das so machen. Im Drachenstein klappt das nicht. Will da eigentlich nicht zwingend irgendwen reinstellen, aber ich muss ja wohl. Nein, dahin. Soleil, du hattest doch auch halbwegs viel Verteidigung. Oh ja, das sieht gut aus und ich kann dich ja auch gleich gegenheilen. Das nehme ich. Also ja, Lanze, Axt, Schwert, Stab, Shuriken und Buch. Und abgesehen von dem Stab kann ich alles benutzen. Gibt's noch irgendwas? Garantiert, ich habe irgendwas vergessen. Bogen. Bogen gibt's doch bestimmt auch noch. Das wäre dann was für Scharfschützen, aber ich denke mal für Kiragi, weil Takumi hat sein OP Yumi. Der braucht gar nichts mehr. So, da kommt Siegbert rein theoretisch dran. 10 Schaden.
Ja, ist schon ein bisschen was. Kommt da noch irgendwer dran? Was ist denn mit Kiragi zum Beispiel? Kiragi macht doch auch eigentlich guten Schaden. Fast. Aber ich könnte Rajat noch hin teleportieren. Das ginge. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das dann reicht. Beziehungsweise ob sie trifft, aber ich glaube, das werde ich dann jetzt mal ausprobieren. Komm. Man muss ja nicht immer alles hundertprozentig... Okay, ich habe nichts gesagt. Prinzipiell sollte man natürlich schon immer schauen, dass man den Gegner platt machen kann. Ich glaube nicht, dass er mich gekillt hätte, wenn jetzt alle Stricke gerissen wären. Aber okay, Drachenbiss klärt. Also ich denke schon, dass Taja Rajat ihn besiegt hätte und wenn nicht, wäre sie, glaube ich, auch nicht gestorben. Okay. Sprich, kommen wir da jetzt durch zu der Truhe? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal austesten. Du hast einen Truhenschlüssel, du kannst dir das holen. Will ich jetzt eigentlich erst quasi einmal durch die Mitte durch? Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, anstatt außenrum zu gehen. Erstmal so durch die Mitte und einfach mal gucken, wen ich rechts und links noch so anlocken kann. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Erinnert mich sehr stark an die Midori-Mission, weil es ja quasi die gleichen Drachenadern sind. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlimm. Weil die Midori-Mission ist ja doch ziemlich schnell vorbei gewesen. So. 31. 25. Oh. Ich gehe trotzdem mal nach hier unten. Wenn du mich willst, lieber Onmyoji, dann lauf einfach weiter. Aber scheinbar nicht. Aber hier komme ich auch nicht wirklich durch. Also ich muss wirklich das Dickicht erstmal beseitigen. Okay. Dann darfst du das mal erledigen. So. Dass wir da schon mal durch können. Okay. Es stehen sogar alle noch safe. Das ist schön. Ich verstehe aber halt auch echt nicht, warum die Valla-Maps so extrem unbeliebt sind bei so vielen Leuten. Also, so schlimm finde ich die überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mir machen die echt Spaß. Eine Bestienrune, ja gut. Jetzt nicht so phänomenal, aber ist okay. So, 25. Euch kann ich eigentlich erstmal wieder trennen. So. Die stelle ich mal hier hin. Zack. Soleil. Ich meine, Nina muss eh da unten zu der Truhe. Oder Mitama, je nachdem. Typ. Aber hier ist echt so ein bisschen da, wo es verbrannt ist, tun sie sich so ein bisschen schwer, teilweise drüber zu laufen, habe ich so das Gefühl. Da ist man so ein bisschen eingegrenzt. So, Nina, du kannst mal kurz noch Shiro heilen. Und wir sind zwar nicht wirklich vom Fleck gekommen, aber ich glaube, wir haben schon einige Gegner heute platt gemacht. Wir haben sie zumindest fast auf unser Niveau runtergeholt. Noch 17 Gegner, 14 eigene Einheiten. Das passt also auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir gucken, dass wir uns die Truhe auf jeden Fall noch holen. Dann hier durch. Die auf jeden Fall außer Gefecht setzen und die Truhe holen. Und dann müssen wir mal gucken. Dann können wir ja schon mal die fliegenden Einheiten auf jeden Fall anlocken. Die drei. Da unten ist einer, da sind noch zwei. Und dann... Ja, am besten hier direkt dann durch, dass wir zu der Truhe kommen. Also ich werde wahrscheinlich so ein bisschen kreuz und quer laufen. Aber denke, das passt schon. Aber die Schlacht scheint auch nicht so extrem schwer zu sein. Wenn ich mich nicht wieder vor irgendwelchen Truhen verdrücke, aber hoffen müssen wir nicht. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.